Und herzlich willkommen wieder bei Strategie Command, Erster Weltkrieg und Taunt Triple Alliance Szenario auf sehr schwer. Und ja, die deutsche Moral ist so weit angeschlagen, da würde ich sagen, fangen wir auch direkt bei denen an und überspringen mal ein bisschen die anderen Fronten. Weil es reicht völlig, wenn die kapitulieren. Mal sehen, wir vielleicht schon genügend Städte und Einheiten kriegen, das ist schon tatsächlich reicht. Also Oppeln ist nicht das Problem. So, wie sieht es in Posen aus? Ja, das ist leider ganz gut verschanzt da drin, aber es ist auch nur eine Abteilung. Jo, die kriegen wir auch. Sieht das eigentlich hier hinten so aus für die Theorie? Ach, mächtige Flugzeuge und Luftschiffe, die uns entgegengeschmissen werden. Torn, auch recht viel Verschanzung. Könnte klappen. Wir könnten natürlich Graudenz auch noch anschießen. Zumindest so ein bisschen. Es sieht aber eher eng aus. Wo stehen wir? 9%. Ich meine, es gibt natürlich die Abzüge nachher noch wegen nationaler Moral, wenn der Zug durch ist. Tja, 4:1, 3:1. Hat noch Verschanzung über, das ist ein bisschen das Problem. Jetzt wurde er schon von der Artillerie zerschlagen. Ich wollte auch, dass er aufhaut und da schon mal Verschanzung noch runternimmt. Jetzt müssten wir aber langsam echt im Bereich sein, Schaden zu machen. Ja. Und die feindliche Artillerie dürfte auch im nächsten Zug in meinem Kampf fast keine Munition mehr haben. Sehr schön, dass das noch geklappt hat. Noch auf 9%. Ja, die reine Einnahme der Orte ist noch nicht so das Entscheidende. Eher entscheidend wird es dann am Ende des Zuges, wenn halt das NM noch eingerechnet wird. Sehr schön. Nicht mehr ran. Wirklich so durchtauschen und im Zweifel Bogenberg angehen. Da hinten an die Artillerie, da sind nicht mehr genügend Einheiten. Wenn man das noch komplett einkesseln könnte, aber das sollte ja eigentlich dann schon reichen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ja, Breslau. Auch eine Verschanzung von 8, die könnten wir erstmal abschneiden. Na, die Artillerie kommt nicht ran. Aber ja, gehen wir das dann halt im nächsten Zug an. Auf jeden Fall noch ein Feld ran. Na gut, das wird schon alles. Den gehen wir demnächst an. Das hier. Aber theoretisch österreichisches Staatsterritorium. Halt eine deutsche Einheit, die wir noch kriegen können. Auch bei den Österreichern, ich will jetzt erstmal weiter bei den Deutschen schauen. München ist zwar kein NM-Ziel, aber halt immerhin eine Stadt. Könnte man versuchen. Bei Regensburg wäre wahrscheinlich leichter einzunehmen, weil nur das Hauptquartier drin steht. Aber das geht ja auch in einem Angriff durch. Da kommt keiner in die Stadt. Ja,
Hier wird es auch gewisse Probleme geben. Weil der Schlammleiter mal wieder ein sehr ungünstiges Timing hat. Schlagen, aber dann kann wahrscheinlich auch mal wieder keiner rein. Ach doch, er kann auch nach München, sehr schön. Ist das auch erobert und du könntest dann zum Beispiel dahin, ihr könnt hier versuchen die Stadt, ich meine man könnte das auch versuchen einzukesseln und so. Aber vielleicht können wir es ja auch stumpf direkt einnehmen. Sieht so aus. Und so, mit Würzburg hätten wir dann noch eine Stadt, auch wenn die nicht in M-Ziel ist. Aber wir haben inzwischen schon so einige von denen zusammen, dass ich jetzt mal spekuliere, dass das reichen sollte. Es bringt zwar kaum was, auf den Bereitschafter weiter drauf zu schießen, aber wir haben eh genügend Kugeln. Okay, jetzt nur noch 1% bis gar nichts mehr. Der scheint nicht recht kapitulieren zu wollen. Na gut. Aber hier haben wir noch ein NM-Ziel auf jeden Fall. Naja, dringe ruhig immer weiter vor. Haben wir die Artillerie jetzt einfach nicht immer noch vernünftig mitbekommt im Schussweite. Du kannst da schon mal rein. Ein bisschen mit, du gehst erstmal dahin. Gut, aber für die Theorie, das müsste doch jetzt eigentlich ausreichen. Wir haben jetzt wie viel? 3 oder 4 NM-Ziele erobert. Wir haben nur noch 7%. Also wir haben Düsseldorf, Frankfurt, ein NM-Ziel, Posen und Thorn und Breslau. Das sollte ja wohl ausreichen. Ich denke mal, man muss den restlichen Zug nicht mehr ausspielen. Schauen wir mal. Ist das jetzt 0 oder nur nahe 0? Wir haben ja den Eisenbahnwaggon und einen überragenden Sieg für die Entente. Es ist wirklich null. Naja, und so richtig viele Gegner wären hier auch nicht gewesen. Okay, Berlin selbst war da noch so halbwegs notfallmäßig verteidigt, aber ansonsten war nicht mehr viel los. Hatten die noch irgendwo Schiffe? Tatsächlich hier vor der Küste, direkt vor Kanada, standen zwei Boote. Da war noch eins. Da war noch eins. Ja, und im Mittelmeer hier und da noch was, wobei ich mich dafür auch nicht so recht interessiert habe. Italien hat jetzt auch nicht mehr wirklich was. Na gut, bei Rom ein bisschen was, aber ansonsten hätte man da auch gut durchlaufen können. Das hier hätte noch einen Moment gedauert. Okay, hier hält sich das, also es hält sich gemeinhin überall in Grenzen gehalten, was die KI noch so an Truppen hatte.
Und was nicht. Statistisch am Ende Briten bei 49%, Frankreich bei 56%, Serbien 30%, Island 71%, USA 98%, Italien 59%, Deutschland und Osmanen kapituliert und nur Österreich ist noch über mit 26%. Interessant, dass mal die nicht kollabieren, wo sie doch eigentlich theoretisch der schwächste Teil manchmal der Mächte sind und eigentlich am ehesten zusammenbrechen drohen. Na gut, Punkte hatten die auch nicht mehr großartig. Was hat die KI so forscht? Ja, die auch halt den meisten Kram durch. Ich finde es immer wieder interessant, dass die KI, die Industrietech, irgendwie eher nicht zum Ende durchhaut. Gerade bei den Deutschen müsste sich das ja eigentlich wahnsinnig lohnen. Na gut, schauen wir sonst mal ein bisschen in die Statistiken rein. Die Verluste, ja, sprechen eine ganz eindeutige Sprache. In fast allen Bereichen der Gegner mit deutlich mehr Verlusten. Ich glaube, nur bei Flugzeugen haben wir 4 auf unserer Seite und nur ein deutsches. Aber abgesehen davon sehr, sehr eindeutig zum Feind hin. Ja, über 100 deutsche Korps vernichtet und nein, das spricht schon sehr, sehr klare Zahlen. Auch bei den Schiffen, wobei bei den größten Schiffskategorien ist es relativ ausgeglichen, vor allem feindliche Zerstörer, wobei da sind bei uns auch ein paar draufgegangen. Aber laut Statistik ist das eine eindeutige Geschichte. Achso, U-Boote mit 9 ist natürlich noch ein großer Einzelposten. Aber Überseeschiff ist tatsächlich relativ ausgeglichen. Mir sonst noch, so an MPP, das ist alles ganz schön zusammengebrochen. Forschung 15.000. Ja, MPP natürlich auch alle weggebrochen. Ja, unser Franzose zum Beispiel auch mit 15.000. Außer sogar mit 3 und. Nein. Nein, was ist was anderes? Sind natürlich die Ausgaben für Einheiten, nicht die Forschung, weil wir bei den MPP sind. Und da haben die Russen am allermeisten ausgegeben. Wir haben Diplomatie nur minimal genutzt in den Niederlanden, meine ich. Na gut, da haben wir alles auch zusammengefallen. Ja, was könnte man groß zusammenfassend sagen? Ist zu der Runde ist es schon mal was anderes, wenn Italien bei den Mittelmächten ist. Weil dann die Österreicher eben nicht ja dieses haben, dass sie nach 10, 11 Runden oder so das hier plötzlich mauern müssen. Nein, die können ganz sich hier im Osten weiter konzentrieren. Und es sind dann plötzlich die Franzosen, die dann hier unten irgendwen hinschicken müssen zum Mauern. Wobei reines Mauern hat ja nun ausgereicht, weil die Italiener, ja, keine Artillerie oder so hatten und damit nicht wirklich eine Chance, großräumig hier durchzukommen. Und auf der anderen Seite hat man als Entente dann halt die USA sehr viel schneller dabei, was auch sehr, sehr nett ist. Vor allem dann auch den Briten wirtschaftlich hilft. Und ja, man sieht es ja, so bis Ende 1917 können die dann auch schon einiges hier an Truppen mal dazu bringen. Ist mal ein ganz nettes anderes Szenario, wo die USA wirklich aktiv beteiligt werden können. Das Problem war die KI. Also die hat zwar auch sehr schwer schon bessere Einheiten, mehr Wirtschaft, mehr Sichtweite und alles, aber die Spielweise war nun manchmal merkwürdig. Also sie haben eigentlich im Westen angefangen, Belgien angegriffen und so weiter und so gut. Und die Russen haben dann natürlich nach Österreich eine Offensive gestartet und dann hat sich die KI plötzlich gedacht, etliche Korps nach Osten zu verlegen und den Russen entgegenzutreten, obwohl man doch Belgien angegriffen hatte. Das war schon die erste größere merkwürdige Entscheidung und davon gab es immer wieder einige. Ja, und also ich sag mal, eine KI, die weniger Fehler gemacht hätte, da hätte das Szenario wirklich noch ganz schön interessant werden können. So, ja, nun. Auch zum Teil war es hin und wieder, dass Hauptquartiere als Verteidiger direkt in den Städten eingesetzt wurden. Das war auch ein bisschen merkwürdig, sagen wir es mal so. Na gut, aber dann, dank dieser ganzen KI-Fehler, hat es jetzt gereicht, sogar noch vor 1918, knapp davor, zu gewinnen und hier wirklich mit großer Masse das
alles zu brennen. Ja, ich hätte eigentlich vielleicht wirklich gern mal Berlin erreicht. Das wäre hier in ein paar Zügen möglich gewesen. Aber naja, gut. Haben wir diesen Punkt gewonnen? Ja, und dann würde ich an dieser Stelle erstmal wieder sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, bis zu weiteren Projekten. Bis denn.